Unser Hertha-Reporter Stefan Hermanns hat sich dieser Tage mal eingehender mit dem niederländischen Verteidiger beschäftigt. Hier können Sie die Geschichte nachlesen. Im ersten Spiel nach der Länderspielpause muss Pal Dardai seine Abwehr umbauen. In Niklas Stark und Karim Rekik fallen zwei Leistungsträger aus. Die naheliegende Frage lautet also, wer rückt stattdessen in die Innenverteidigung? Fabian Lustenberger, Herthas dienstältester Spieler, scheint in jedem Fall gesetzt zu sein. Neben ihm könnten Derek Lukassen oder Florian Barck in die Startformation rücken, Sonntagmorgen und noch knapp 4 Stunden bis zum Anpfiff. Was soll man da vor Langeweile machen? Natürlich Deutschlands Fußball-Talk auf Sport einen einschalten, den Doppelpass. Studiogast Christian Ziege hat das Wort, er sagt allen Ernstes, wenn man heute Zeitungen aufschlägt, geht es doch gar nicht mehr darum, die Leistungen eines Spielers zu bewerten. Aha, vermutlich hat Ziege den Grundkurs Verschwörungstheorien bei seinem alten Arbeitgeber, dem staatlich anerkannten Grundgesetzverein FC Bayern München belegt. Dozent und Dekan in Personalunion, ein gewisser Ulrich Hoeneß, lupenreiner Demokrat und Wutbürger. Damit zurück zur Werbung, ist inhaltlich ohnehin besser, Michael Preetz hat sich in dieser Woche schon sehr gewundert. Nach so einem Spiel wie gegen die Bayern darf man ruhig die Frage stellen, warum nicht alle wiederkommen, die dieses großartige Spiel gesehen haben, sagte der Manager von Hertha BSC angesichts der Zuschauerprognose für das Heimspiel gegen Freiburg, 50.000 Besucher werden im Olympiastadion erwartet. Für ein Sonntagsspiel gegen den SC Freiburg, ergänzte Preetz noch, sei das trotzdem eine gute Zahl. Größenwahn wollen sie sich bei Hertha schließlich auch nicht nachsagen lassen. Hallo aus unseren Redaktionsstuben, liebe Leserinnen und Leser, werte Fußball- und im Speziellen natürlich, werte Hertha-Fans. Na, auch schon so hibbelig wie wir? In 4,5 Stunden beginnt Herthas 4. Heimspiel der Saison 2018/19. Gegner heute, der SC Freiburg. Wir begleiten die Geschehnisse selbstverständlich wie immer in unserem Live-Blog.